So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück. Wir sind wieder angekommen im Textmodus. Heute das hart umkämpfte Nordderby. Normalerweise würde ich ja 3D-Spiel machen, aber wir wollen ja auch ein bisschen das Tempo beibehalten mit den Extraspielen in der Champions League. Wird es sonst schwierig, eben die Saison auf normalen Wege schnellstmöglich zu Ende, schnellstmöglich ist ja Quatsch, aber zumindest zeitnah auch voranzutreiben, sonst hängen wir uns ja ewig auf. Ich würde sagen, nehmen wir das mal so mit. Das nächste Spiel gegen Bremen natürlich zu Hause. Wieder 3D-Modus. Also, vierter Spieltag gegen Werder Bremen. Bremen hat bisher ein Spiel gewonnen, eins verloren, eins unentschieden gespielt. Also demnach gerade einmal 4 Punkte auf dem Konto. Und heute gucken wir, ob wir da anknüpfen können. Ihr kennt es, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wenn es nur ansatzweise funktioniert und die nur die Hälfte der Tore schießen, wie zuletzt, ist alles im Lot. Dann sind es ja meistens so im Schnitt 3. Und jetzt gibt es die nächste Möglichkeit hier erstmal für die Bremer. Also, wir sind ein bisschen unter Druck hier gerade zu Beginn. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich wieder zurückfinden, um das offensive Spiel von uns eben ja so richtig schön aufbauen zu können. Also Vorsicht, wieder Bremen. Wow, sonst wären wir hier zum ersten Mal in der laufenden Saison zum ersten Mal zurückgelegen. Will ich ja mal nicht hoffen, sondern dass wir wieder ein bisschen Gas geben, ne? Wie wir das eben kennen. Schöne Tore schießen. Jetzt vielleicht die Möglichkeit hier in der 18. Minute. Weiter Einwurf von Son. Milic kommt heraus und fängt den Ball ab. Sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings. Und Hamburg ist wieder im Ballbesitz. Also gucken wir mal. Die Noten durchwachsen, auch in der Offensive. Chance für Bremen. Oh, wow, 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 wow. Da kündigt sich doch bald was an hier. Also, da müssen wir echt aufpassen. Da muss jetzt was passieren. Ansonsten müssen wir ein bisschen in der Taktik rumschrauben. Denn unsere Offensive, da fehlt noch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Wir haben ja nicht viel verändert. Wir laufen eigentlich mit der gleichen Mannschaft auch wie zuletzt. Nur eine Position vielleicht höher, der aber auch von den Noten her sich da komplett einreiht bei den etwas schwächeren Jungs. Aber wir haben ja noch Alternativen auf der Bank sitzen. Da können wir noch was bringen. Wenn die es nicht bringen, die Jungs heute hier. Jetzt die Möglichkeit vielleicht. Ah, Kanaloglu schlägt den Ball flach nach innen, aber Milic ist da äußerst aufmerksam und sichert sich den Ball rechtzeitig vor Van der Vaart. Okay, 40 Minuten, da lagen wir bisher immer mit 3-0 vorne, ne? Also es ist schwierig hier im Nordderby. Ich denke mal, das sind auch ein bisschen die Nerven, die da mit den Jungs durchgehen. Da muss was passieren. Gucken wir mal, also, dass wir hier noch ein bisschen Gas geben. Jansen mit einer 4,5, würde ich sagen, komm, bringen wir Beister. Der hat das zuletzt richtig gut gemacht. Muss er eben pausieren, der gute Jansen. Ansonsten Spielergespräche. Wir müssen hier ein paar Jungs wahrscheinlich frisch massieren. Das ist wichtig, das Spiel heute hier. Ne, weil es ist schon das, wenn es nur noch ein Spiel vor dem großen ersten Champions League, der ersten großen Champions League Partie. Das heißt, hier muss was passieren. Also, Van der Vaart massieren. Eine 83 wieder. Höger ist ganz wichtig als defensiver Akteur. Und Simon Kjær. Und ansonsten müssen wir jetzt einfach Rajkovic hier mit einer 1. Das können wir auch mal loben, wenn er sich so gut schlägt. Ansonsten müssen die Jungs müssen jetzt hier Gas geben. Also, motivieren. Kalanoglu, Holming Son. Aber auch, ja, René Adler, warum nicht, ne? Aufstellung allgemein, wir haben jetzt einen gewechselt, sonst müssen wir hier noch ein bisschen taktieren. Wir können ja ein paar alternative Aufstellungen noch wählen, aber da schauen wir nochmal, wie es jetzt hier zum Start der zweiten Halbzeit aussieht. Ob wir schnellstmöglich hier zum Erfolg kommen, zum Ziel kommen, nämlich in Führung zu gehen. 46. Minute, ja, wie gesagt, das Nordderby ist immer hart und kämpft. Hier die Möglichkeit wieder für Bremen. Wir gehen mal in die Taktik rein oder in die Live-Statistik und zwar Bremen auch mit mehr Ballbesitz. Nicht ganz so souverän. Da ist er, Ola Toivonen. Mit ihm waren wir ja auch in Verhandlungen. Sollte er eigentlich zu uns kommen. Aber Bremen hat sich durchgesetzt, weil ich das Geld nicht investieren wollte mehr. Ein bisschen zu geizig bin ich geworden zum Schluss. So, 15 Minuten für Zeit für ein Tor, meine Lieben. Jetzt vielleicht. Oh, schade, okay. 53 Minuten ist für Zeit für die erste Auswechslung. Es funktioniert nicht ganz. Van der Vaart bleibt. Wir nehmen Kalanoglu raus, bringen einen zweiten Angreifer mit Ruud Neves, der sich hier einsortiert. Van der Vaart bleibt OM und Son jetzt hier auf RA. Dann gehen wir auch mal in die Taktik rein, gucken uns die Laufwege an. Alles klar. Alles Klärchen. So, bin mal gespannt. Anweisungen passen auch alle soweit. Dann kann es jetzt losgehen. Mit dem Torfestival. Drei Stürme. Son rückt nach vorne. Jetzt müssen wir Druck machen. Möglichkeit? Oh. War nur eine Ecke.
Da waren wir bisher noch nie so richtig gut. Also nicht so überlegen, dass wir sagen könnten, Mensch, Ecken sind immer was Gutes für uns. Hat es noch nicht geschafft, mal einen unserer Innenverteidiger mal nach vorne zu stellen. Sollte ich mal wirklich mal angreifen langsam. So, wir haben zwei Auswechslungen getätigt. Möglichkeit. Mensch, komm, mach das Tor jetzt! Mann! Wie sieht's denn aus? Höger nicht ganz so gut. Da wäre vielleicht Jiraschek doch mal angebracht. Ja. Van der Vaart mit einer 4,5. Was ist los heute? So, letzte so gut. Nächste Möglichkeit. Wieder nicht. Es muss was passieren langsam. Höger jetzt mit einer 3,5. Jiraschek läuft sich warm. Den können wir dann noch bringen als defensiven Akteur. Jetzt Bremen. Vorsicht. Wow. Also wirklich hart umkämpft hier das Match. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns hier so schwer tun. Aber ihr seht's ja, ne? Es ist wirklich Harakiri heute angesagt hier. Jetzt kommt Gebre Selassie für Clemens Fritz. Ich lass mal noch ein bisschen laufen. Ich will jetzt nicht mehr auseinanderreißen, die Taktik. Oh, Mann. Da hat's mir gerade. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, aber eben ist ganz kurz Origin aufgeploppt. Das Update kam gerade rein. So. Ist für Zeit, glaube ich, ne? Für Beister. Wow. Höger 3,5. Van der Vaart. Nimm das müssen wir. Van der Vaart raus. Rudner ist mit einer 5. Wen setzen wir jetzt da rein, ne? Wen bringen wir jetzt? Rudner ist mit einer 5. Hallo? Höger ist 3,5 auch nicht verkehrt. Gnabry. Für Son. Der ist fit. Wir brauchen was im Sturm vorne. Jetzt. Holt einen Eckball heraus. Halt nochmal Eckball jetzt. Na? Oh, ich werd hier zum Berserker. Ich sag's euch, wie kann das denn so knapp sein? Van der Vaart. Eigentlich Van der Vaart. Rudner wird auch mal besser. Höher 3,5. Jetzt nächste Möglichkeit. Wir sind hier ständig in der Offensive jetzt. Gucken wir mal rein. Statistik. Ja, wir haben auch mehr Ballbesitz. Ich ändere jetzt mal nichts. Ich lass mal durchlaufen jetzt. Sie haben sich verwarm laufen lassen, die Jungs, aber das bringt ja nichts. Die werden ja von den Noten noch immer besser langsam. Lukimia kommt jetzt nochmal für Prödel. Kommt schon, Jungs, kommt schon. Weiter so, rufe ich. Schlussphase jetzt nochmal was. Vielleicht sind wir einfach ein bisschen fitter, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Luft. Zuletzt war ja die Schlussphase für uns immer gefährlich. Jetzt vielleicht. Also wie gesagt, in der letzten Saison war die Schlussphase immer schwierig. Ich will mal die Aufstellung, ich will mal kurz die Jungs hier ein bisschen wechseln, so. Vielleicht der eine nach rechts, andere nach links. Na, geht noch was? Wir bringen Gnabry, kurz vor Schluss. Auf geht's. Okay. Serge Gnabry, ob er es rettet jetzt als letzter Joker, kurz vor Schluss. Schade, dass Schalai sich verletzt hatte. Ihn hätte ich jetzt reingebracht für Alagui, aber gut, er ist nicht da, er hat sich verletzt. Fehlt also kurzfristig. Jetzt kommt nochmal Serge Gnabry für Heung-min Son, der durchwachsen heute gespielt hat. Nicht wirklich so souverän. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, enttäuscht mich nicht. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Oh, wieder nur eine Ecke und die wird nix. Mann. Eine Minute Nachspielzeit. 0:0. Kann das sein nach unseren letzten Torerfolgen? Es sieht so aus. Es sieht nicht so aus. Es ist so. 0:0 im Nordderby. Auswärts. Letzte Saison hätte ich gesagt, okay. Diese Saison ist ein bisschen enttäuschend nach den guten Vorstellungen zuletzt. Ja, irgendwie der Knoten nicht geplatzt. Ne? Schade. Okay, alles klar. Wir sehen uns gleich wieder im Nachbericht. Machen wir jetzt nicht mehr draus, wie es ist. Einen Punkt mitgenommen hier aus Bremen. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Nachbericht. Ne? Bis gleich, liebe Leute. So, meine Lieben, da bin ich. Also, ja, 0:0. Was willst du denn da groß sagen, ne? Da kannst du nichts viel sagen. Wir gewinnen das, habe ich gesagt. 50% Chance oder 50% die Teamansprache. Erfolgreich gewesen. Bester Spieler war bei uns Kier, der Verteidiger. Das ist schön. Das ist gut. Unsere Offensive schwächelt. Naja. Jansen nur mit einer 4,5. Beister war ein bisschen besser. Okay, schade. Alles klar. Ne, dann machen wir fix weiter. Wir gucken mal rein. 0:0. Das heißt, wir verlieren die Tabellenspitze an Leverkusen. Die haben jetzt 4 Siege in Folge. Wir haben immer noch eine bessere Tordifferenz. Fast das Doppelte.
Bayern als Pokalsieger ist da schon hinten dran und auch Dortmund meldet sich zurück. Ich kann mal sagen, zumindest von der Punkteverteilung kommt wieder etwas Normalität rein, ne, so langsam in die Bundesliga. Also okay, das war der vierte Spieltag. Kommentar wurde gewählt, Moment, guck mal, wenn man verliert, dann hat man einiges falsch gemacht. Wenn man sich so viele Torchancen erarbeitet, dann muss man ein Tor machen. Wir haben nicht klar genug gespielt. Vorne kam der letzte Pass nicht dahin, wo er hingehen sollte. Es fehlte ein Meter, ein halber Meter und dann ist es schwer. Ja, klar, so sieht's aus. Von uns schafft es keiner rein in die Mannschaft des Tages heute. Okay, der vierte ging mal, ich sag mal, den vierten Spieltag haben wir jetzt nicht so viel gewonnen, wie wir gedacht haben, aber gut, das gehört dazu. Das können wir jetzt gegen Gladbach, den momentan Tabellen-12. besser machen. Vertrag von Aogo soll verlängert werden, ja, das wäre wichtig. Dass wir da mal gleich ein Zeichen setzen und auch langfristig mit den Spielern weiter planen. Vor allem 4 Jahre ist ja richtig toll, ne? Wenn wir das hinkriegen würden. So, vom Sportgericht verurteilt. Salah wird für 2 Spiele Rüden Foulspiels. Ja, 2 Tage kann man annehmen. Goslar SC, Hamburger SV. Bester Spieler, wieder mal Igor Nielichnowski. Wir gewinnen mit 1-0, sind wieder 3 Punkte auch für die zweite Mannschaft. Spitze. Ist der Ding wieder fit? Ist der, müssen wir mal kurz reingucken hier. Wie lange ist denn Schalai noch verletzt? 2 Wochen noch, scheiße. Ja, Gott sei Dank habe ich noch einen Stürmer dazu gekauft, muss man echt sagen. Ey, Gott sei Dank. Obwohl sie diesmal nicht geschafft haben zu brillieren, trotzdem haben wir noch Alternativen. So, Salah ist Salah. Lassen Salah sein. Dann können wir da wieder den Ding reintun. Wo haben wir ihn denn? Den Thomas Pledel. Und Rautenberg, ja, der ist nicht frisch. Was ist denn da los, ey? Naja. Was willst du denn machen, ne? So, okay. Was willst du machen, wenn der nicht frisch ist? Ist ja nicht frisch, ne? Da kannst du nicht viel tun. Okay, meine Lieben. Da wird noch Wladimir Malyshev ablösefrei verhandelt. Ich denke mal, den ist nicht so wichtig. Ja, dann mache ich mal 1,9 draus. Haben wir ja gesagt, können wir ein bisschen mehr geben. La 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 la. Seguro wird 16. Sie können ihm einen Vertrag anbieten. Also schon wieder Länderspielpause. Ich werde verrückt. Ja, lass ich aber diesmal mache ich kein Spiel zwischendrin. Kroatien gewinnt 7-0 mit Bardell gegen Wales. Van der Vaart spielt nur 2-2 gegen Israel. Das ist mir ja schon eine Niederlage für Holland. Die Türken spielen auch unentschieden gegen Tschechien mit unserem Jiracek. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Heimspiel gegen Gladbach, meine Lieben. Ja, nochmal Textmodus, ich weiß. Auf die Elf vom Niederrhein. So, ich weiß, Textmodus macht nicht so viel Laune wie 3D, aber dafür haben wir ja jetzt Champions League in der kommenden Woche. Grün, endlich ist es soweit. Champions League in Hamburg. Ja, freue mich tierisch drauf. Was bleibt noch zu sagen? Ansonsten, stärkste Spieler auf dem Feld ist Rafael van der Vaart. Das ist der stärkste von allen, die dabei sind. So. Frische von Van der Vaart geht nach unten. Was ist denn los hier? Klappstuhl. Also jetzt müssen wir echt aufpassen. Deine Mannschaftsführung ist klasse. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir die nicht kaputt machen, die Jungs. Weil die müssen unter der Woche dann wieder. Ihr seht es. Hier ist 28. Und dann ist schon im Oktober unter der Woche gleich Harakiri angesagt. Dann wieder Länderspielpause. Also Rotation ist ja, das wird richtig hardcore, ne? Das wird richtig hardcore. Also Simon Kier würde ich sagen, gegen Gladbach nehmen wir raus und bringen Mankien. Höger, der war zuletzt so richtig gut, würde ich auch ganz gerne mal schonen. Dafür kommt Jiracek. Und dann würde ich sagen, Rudnes heute mal in der Startelf für Alagui. Und ja, als Offensivkraft würde ich sagen, Son muss richtig fit sein, deswegen muss Gnabry spielen. Das wird hardcore, ja klar, das wird richtig schwer. Wir gucken mal. Beißer könnte auch dort spielen mit einer 73. Würde ich sogar noch empfehlen. So. Wir müssen so ein bisschen rotieren, Leute. Das bringt uns alles nichts, sonst haben wir echt ein Problem. Ne, ist klar. So, also, ansonsten in der Innenverteidigung würde ich nicht viel ändern. Rechtsverteidiger Jung muss durchspielen. Der wird Ausdauer tanken ohne Ende. Ja, der muss ran.
Nee, kann man nichts sagen. Momentan nichts Sinnvolles. Mancien wird sich freuen, dass er spielt. Aogo sowieso. Adler, ja, da ist alles im Lot, würde ich sagen. Noch mehr Verantwortung übernehmen, sage ich ihm. Er wird sich mehr einbringen und die Mannschaft mitführen. Skjelbred, ja, das ist der große Verlierer, ne? Oder? Skjelbred, ist das nicht der große Verlierer? So. Ich muss dich verleihen, damit du Spielpraxis bekommst. Nö. So wird Snoop Dogg auch sagen, nö. So, Schalai, Alter, werden wir fit? Kann man das nicht mehr sagen? Werden wir fit? Gibt's leider nicht. Ich sag mal hier, geh mal mit Lichnowsky, wenn du schon verletzt bist, ein bisschen auf Tour. Er macht das auch, quatscht mit ihm ein bisschen, sehr schön. Dann gucken wir nochmal kurz in die zweite Mannschaft, ob wir da noch ein bisschen was loben können. Lichnowsky können wir loben. Großes Lob. Da brauchen wir noch ein schönes Bild für Lichnowsky. Wie sieht es mit dem Raab aus? Dem geht's auch gut. Da brauchen wir auch noch ein Bild. Leute, das ist ein Deutscher, da findet sich bestimmt mal schnell was. Wenn nicht, muss ich mich selber mal auf die Suche machen. 5 Moralpunkte bei ihm nochmal. Florian Trinks. Du hast Talent, mach endlich was draus. Ja, kann man sagen. Und Pulido ist immer gut, ne? Aber der hat auch nicht getroffen zuletzt. Reingucken, Ergebnisse. Es wird Zeit, dass sie mal verlieren hier oben, die Hannoveraner. Gucken wir mal, wir müssen. Ja, dann noch ein paar harte Mannschaften. Also ich hoffe mal, dass das was klappt. Wie sieht es am nächsten Spieltag aus? Spielen wir gegen Wilhelmshaven. Okay, das könnte ein Sieg werden. Ein guter. Und Hannover spielt gegen. Warum sehe ich ihn jetzt nicht? Da. Holstein-Kiel, okay, da könnte jetzt ein bisschen was gehen. Am nächsten Spieltag. Also eigentlich sogar heute. Gucken wir mal. Also. Der Berater verliert, dass er hiermit aus den Verhandlungen aussteigt. Er wünscht Ihnen viel Glück damit, für dieses Geld einen Spieler mit diesen Fähigkeiten zu finden. Eieieiei. Haben wir gar nicht gesehen, dass wir auch wieder 2-0 gewonnen haben. So, Rautenberg ist jetzt stärker, alles klar. Internationale Nominierungen, ist alles klar. Fanartikel wieder bereit zur Einführung. Natürlich wird sofort reingehauen. Bonbons und Duschgel. Alles klar. Ja, wenn es dann Geld bringt, ne? Alles klar. So. Höger. Rechter Verteidiger, ja. Könnte er. Ich will ihn aber nicht als rechten Verteidiger trainieren. Ich will ihn ja als Defensiven haben. Eigentlich könnten wir ja... Ja, eigentlich könnten wir Höger kurz Rechtsverteidiger laufen lassen, dass sich beide die Position teilen heute. Also sprich, Jung und Höger teilen sich das Spiel. Sozusagen. Ich würde sagen, das wird das Beste sein, damit beide wieder fit sind. So machen wir das. Okay, Leute, auf geht's. Nochmal Textmodus gegen Gladbach. Wir sehen uns gleich wieder. Die Einwechslungen sind ja auch so gut wie fest. Wer kommt, wer geht. Van der Vaart muss auf jeden Fall raus, um ein bisschen Frische zu tanken dann. Und ansonsten... Aber ich will ihn schon am Anfang ganz gerne drin lassen als Kapitän. Und dann wird wieder fleißig gewechselt. Also bis gleich, liebe Leute, im Textmodus gegen Gladbach. 5. Spieltag schon. Boah, geht das schnell. Bis gleich.